Alles klar, und dann brauchen wir halt noch Essen. Essen, Essen, Essen. Moin. So, trinken haben wir noch jede Menge. Den Hasen, den würde ich jetzt halt mal gern zerlegen, ne? 0,7. Was lohnt sich eigentlich schon fast gar nicht. Der hat nur zwei Kochplätze. Bisschen was muss ich noch ablegen. Können hier mal nach Zustand sortieren, weil alles was unter 50% ist, das ist schon ein bisschen kritisch. Die Sachen sind aber ja, glaube ich, hier egal. Hau mal den Kräutertee auch mit rein. Ich weiß nicht, ob der Kalorien hat. Okay, 1750 haben wir schon. Nehme ich den Tee mal raus. Okay, nee, der hat keine Kalorien. Der bringt gar nichts, der Kräutertee. Ja, das war gar nichts. Das war was für einen hohlen Zahn. Weiß nicht, so die anderen Sachen würde ich vielleicht noch da lassen. Wobei die Getränke kann ich ja eigentlich alle reinhauen. Weil trinken können wir Wasser. Geschmackloses Trockenfleisch. Weil Essen würde ich halt erstmal selber aufheben, ne? Oh ja, hör mal die ganzen Tränkedosen rein, die geben ja auch Kalorien. 3500 von 8000, okay. Ja. Ja. War jetzt hier alles. Öffne Bankschließfach. Ja, wir können gleich mal in die Bank reingucken. Und dann sollen wir hier Sachen herstellen. Lackporling, Radflechten verbankt, harte Hagebuttentee. Ja, nee, wie man Kleidung repariert. Man kann hier doch, ja, man kann hier scrollen, aber mit dem Scrollrad geht's nicht. Apropos Kleidung. Abgenutzte Wollsocken. Wollsocken. Nutzte Wollsocken. Ich müsste die halt reparieren, um zu gucken, was da jetzt besser ist. Weil ich glaube, die Wollsocken sind besser. Mal Aktionen reparieren, 38 Minuten. Aber ich würde es vielleicht nachts machen. Nehmen wir mal hier den ganzen Spaß. Hauen die mal hier rein. Damit mal Gewicht wieder los wird. Das können wir auch weg. Ich hoffe, die graue Mutter hat nichts dagegen, dass ich jetzt hier mal ihren Kleiderschrank als Zwischenlager missbrauche. Wasserreinigungstabletten, die würde ich vielleicht auch mal ablegen.
auch wieder ein halbes Kilo. Kohle. Kohle ist ein ganzes Kilo. Sehr viele Stöcke habe ich dabei. Zedernholz. Was wir auf jeden Fall wegmachen können, ist mal hier das Lampenöl. Eine Lampe habe ich nicht. Einfaches Werkzeug kann ich auch ablegen. Das braucht man jetzt auch nicht unbedingt unterwegs. Da kann man halt so Sachen wie einen Dosenöffner reparieren oder... das Beil glaube ich nicht. Das Beil braucht einen Wetzstein. Metallschrott, den brauche ich auf jeden Fall nicht dabei. Die Hagebutten, getrocknetes Leder... den Stoff würde ich da lassen. So, dann haben wir nochmal ein bisschen wieder Gewicht gut gemacht. Wie weit haben wir es denn? Ja, es geht auf Nacht zu. Wir sind aber noch gut ausgeruht. Also mir kommt so vor, dass man hier im Story-Modus deutlich weniger Ausdauer verbraucht. Wo war denn die Bank? Die Bank war doch hier gleich. Als im Survival-Modus, weil im Survival-Modus, ich muss gefühlt die ganze Zeit schlafen. Was ist denn hier so komisch? So, Karton, ja, das ganze Papier hier kann ich mir jetzt auch schenken. Toilette haben wir noch Wasser, falls wir brauchen. Deswegen habe ich auch die Reinigungstabletten da gelassen. So, schauen wir mal. Ah, okay. Muss ich manuell einstellen? Ja, gut, dass ich es aufgeschrieben habe. 19:30:08. Jo. So, Stapel Papier. Brauchen wir nicht. Ja, perfekt. Ja, mehr ist da nicht drin. Ich glaube, mehr werden wir hier auch nicht finden, weil ich denke nicht, dass da jetzt irgendwie krasse Essensvorräte weggeschlossen sind im Banktresor. Ja, Buch, Buch, 1000 Millionen Bücher. Wiegt denn so ein Buch? Falls wir unterwegs vielleicht mal Feuer machen müssen, ein halbes Kilo. Ja, nee. Wenn wir mal fix Feuer brauchen, dann nehme ich halt einfach einen Brandbeschleuniger. Den scheiß Hasen, stimmen den scheiß Hasen, den können wir wieder hier lassen. So, Bankschließfach durchsuchen. So, die können wir durchsuchen. Ah, da braucht man einen Schlüssel für. 15, 13. Ja, ist ja schön, dass man hier 1000 Bankschließfächer hinmacht. Aber... ist halt auch sinnlos, wenn da nichts drin ist. Kann ich da Sachen lagern? 5 Kilo. So, Geld verbrennen ist immer gut. Hoch, kannst du mir am Arsch lecken. Dann machen wir zu guter Letzt die 7 auf. What have we here? Geld, Signalpatrone. Super. Ja, ich schließe auch immer Signalpatronen ins Schließfach ein.
Aber wir können auch die 13 finden, die 15 und die 20. Ja, okay. So, jetzt wird's langsam Nacht. Und man sieht so gut wie gar nichts mehr. Yay, aufgerollte Zeitung, so. Gut, bei der Tankstelle sollen wir ja nach Vorräten suchen, ne? Jetzt will ich mal ganz kurz hier nach der Kleidung gucken. Erfolgschancen 95%. Du, die hätte ich im Survival-Modus auch ganz gern mal. Nehme mal den ganzen Stoff mit. So, reparieren mit Nähzeug. Nochmal reparieren mit Nähzeug. So, neue Wollsocken. 0,5 Grad. Würde ich aus Neugier gerne doch mal die anderen, warte mal, die haben doch hier den besten Zustand. Wie viel hatten die? Okay, die haben bei 50% schon 0,1. Ja, dann werden die vielleicht 0,2, 0,3 haben oder so. Oder auch 0,5. Aber dann würde ich die nehmen, weil die haben halt mehr Wasser. Und die haben keine Wasserdichte und die haben halt... Ja. Okay, dafür sind die auch leichter. Die wiegen 0,25. Ja, komm, ich lass die einfach. Da wir ja hier ein unendliches Feuer haben, können wir auch die ganze Nacht hindurch reparieren. Weil wir eine Lichtquelle haben. Geht halt oh, es geht auf dem Hunger, ne? Ja, ich muss dann Kaninchen handeln gehen am nächsten Tag. Dann nehme ich ihn auf, 2,5 Stunden, ja, meine 3 Stunden würde ich halt voll machen. Soll erstmal reichen, 81%. Ja. Cargohose, 1,3 Grad. Wie sieht's denn aus? Wärmebonus 11. Ja. Winddichte Bonus 4 Grad. Lufttemperatur 21, Gefühl 32 Grad. Oh Digga, hat der jetzt mir aber so den Schweiß raushauen. Achso, aber wir haben ja die Quest abgeschlossen. Kriegen wir jetzt irgendwas dafür?
Nö. Bankschließfach, ja, da können wir noch ein paar Sachen finden. Essen, ja, ich brauche jetzt halt Essen. Da muss ich mir jetzt die Sachen hier reinhauen, die wir da haben. 350, ja. Oder zur Tankstelle. Schlafsack habe ich auch noch nicht gefunden. Oder habe ich einen gefunden? Weil ich habe ja hier diesen Eintrag bekommen. Hier hinten, ne, Dinge. Und dann hier Schlafsäcke. Offenbar habe ich irgendwo einen Schlafsack entdeckt, hab den aber liegen lassen. Also ich hab den nicht gefunden, aber ich war halt in der Nähe nebengestanden, irgendwie so. Keine Ahnung. Weil ein Schlafsack, der wäre schon echt nicht schlecht. Ja, ja. Eine kleine Müdi-Maus ist er, oder was? Der Mackenzie. So, hauen wir 6 Stunden uns mal hin. Halt. Vorher trinken. So, genau, ordentlich einen reinbechern. Mal 7 Stunden schlafen. Oh, perfekt, Schneesturm draußen. Ja, habe ich ja gar keinen Bock drauf. Geh nochmal 2 Stunden pennen. Da haben wir es hell. Dann verlieren wir gar keine Zeit und gehen direkt raus zur Tankstelle. Wo ist denn die Tankstelle? Oh, man hat hier einfach einen Pfeil. Man sieht einfach, wo man hinläuft. Oh mein Gott. Das ist so eine krasse Erleichterung im Survival-Modus. Digga, ich weiß nie, wo ich hinlaufe. Nie. Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich irgendwo hinlaufe. Wenn ich irgendwo hinlaufe, so, ich laufe einfach in irgendeine Richtung und hoffe, dass ich da ankommen, wo ich hin will. So, ich sprint mal ein bisschen. Natürlich jetzt nicht so geil für den Hunger, aber... All I can think about is food. Oh Gott, Digga, schreck mich doch nicht so. So, 1 Million Stöcke liegen hier rum. Den können wir uns aber nicht ernähren. Da hinten liegen Äste. Ja, da hätten wir tonnenweise Holz für die graue Mutter schlagen können, aber haben wir ja inzwischen erledigt. Da hinten ist noch Bartflechte. Da sollen wir ja was mitmachen.